Nico, Marc, Amar, Tim, Revi, Ron und ich haben Geld bekommen für einen neuen YouTube-Kanal. Und wenn jemand weiß, wie man mit Geld umgeht, dann wir, die Allerjudsten. War das glaubwürdig? Oh! Die Allerjudsten! Seid ihr gut drauf? Es fühlt sich an, als hätte ich mich komplett angepisst. So fühlt es sich. Wir haben gerade ein Video gedreht. Meine Damen und Herren, ich habe mich mal hier wieder hingesetzt auf meinem Gartenstuhl. Und hier seht ihr noch einen leeren Gartenstuhl. Denn heute drehen wir ein Video, was ich schon immer mal drehen wollte, aber wo ich immer irgendwie dachte, keine Ahnung, irgendwann kommt der Tag. Aber der Tag kam heute. Und ich dachte mir, alleine geht das nicht. Ich habe einen Special Guest. Einmal Applaus bitte für die wunderschöne Blonde. Alexis. Ja, okay, du bist auch humorvoll, genauso wie ich. Ja. Deswegen setz dich doch und lass uns doch jetzt mal ein bisschen... Lass uns mal anspucken, ja. Darauf hast du schon dein ganzes Leben gewartet, ne? Alexis mal einmal anspucken. Ja. Ich weiß nicht, worauf ich mich eingelassen habe. Es wird auf jeden Fall eine feuchte Angelegenheit jetzt. Also, wir gucken uns jetzt ein Video an. Ja. Haben dabei Wasser im Mund. Ja. Und müssen probieren, nicht zu lachen. Mhm. Kriegst du es hin? Ich weiß es nicht. Im Mund behalten, ja? Nicht direkt rausspucken. Was war das? Was geht denn bei dir gerade im Leben ab? Interessiert dich das wirklich oder ist das nur für die Kamera? Mich interessiert es wirklich. Aber erzähl doch mal. Nee, nix. Ich bin gerade einfach viel am Reisen. Mhm. Hat man mitbekommen. Eine Reise, die eine Woche geht. Und ich streame das auf Twitch. Zwischendrin Training. Das war's. Was geht bei dir so? Keine Ahnung, Script. Das hier mit dir. Okay. Geht's weiter? Okay. Oh Gott, sieht da gut aus? Okay. Ist das unglaublich, ne? Wie lange der sich aufgebaut hat. Und er läuft einfach am Ball vorbei. Bereit. Ich weiß gar nicht warum. Wirklich? Okay, ich beruhig mich wieder. Raff dich mal, lach nicht so viel jetzt. Also der lacht ja wirklich über jeden Scheiß und hab's auch, um mich anzuspucken. Zu 100%. Noch kann ich gewinnen. Noch kannst du gewinnen? Der ist ein klitschnass, Junge. Klitschnass. Hast du ja...
Digga, ich kann das nicht mehr, ne? Wie kann man das schaffen, so viel zu spucken? Wie so ein Kamel. Deswegen wollte er, dass ich ein Bikini anziehe. Ich verstehe alles. Ey, ey, ganz kurz. Ich so zu Alexis. Wäre gut, wenn du dir ein Bikini anziehst. Jetzt nicht wegen irgendwie, damit ich was sehe, sondern weil es halt nass wird. Ne? Ich habe ihr aber erstmal nicht gesagt, was wir drehen. Sie so, ah, Bikini? Ja, dann bin ich nicht falsch fürs Video. Einmal noch. Wer jetzt spuckt, hat verloren, okay? Man muss richtig voll machen, weil nur so funktioniert. Ich sehe schon, kommen wir gleich so ins Gesicht raus. So, das war Finale. Haben wir es geschafft? Ja. Ich muss den Punkt an Alexis geben diesmal. Hast du es tapfer durchgestanden? Ich glaube, wir sind uns alle einig. Ich glaube, Ron steht einfach drauf, mich anzuspucken, oder Ron? Absolut. Ja, aber ich will eine Revanche. Nicht heute, nicht morgen. Aber übermorgen wäre gut. Aber Leute, dieses Mal will ich dich im Bikini sehen. Naja, ansonsten übermorgen Revanche. Sag mal, ob euch dieses Art von Format gefällt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen entspannenden Abend. Vor allem einen trockenen Abend. Warte, warte. Komm, spucke mich an, gib's mir. Ich bin glücklich. Jetzt sind wir erklärt. Oh, du bist voll nass, geh mal weg. Womit fahre ich jetzt nach Hause? Ich bin komplett nass. Wasser bitte mein Body an, das ist komplett nass. Ja, fass ich gerne an. Hat aber Spaß gemacht, oder? Ja, hat wirklich Spaß gemacht. Nein, nein, nein. Ich sehe das schon kaum.